Mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist der kleinste Same, den es gibt, aber wenn er aufgeht und wächst, wird er größer als alle anderen Sträucher, ja, er wird zu einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel ihre Nester bauen.